Verdammt, was ist denn nur passiert gestern Abend? What the fuck? Oh oh. Ich glaube, Leute, ich glaube, wir wurden geraided. Shit. Hier ist er. Ist nichts mehr da? Seid ihr da? Hallo, hallo? Jemand im TS? Hallo, hallo, Dex, wo bist du gewesen? Gestern total die Scheiße passiert, ey. Boah, ey. Hier ist nichts mehr da, unser ganzes Haus kaputt. Ja, ja. Ja, da sieht man mal, was passiert, wenn du nicht da bist. Echt mal. Ja. Muss alles alleine schleppen in den neuen Bunker. Mein Scherz, Leute, komm. Das war. Hat sich auch total unglaubwürdig angehört, ne, dass wir geradet worden sind. Versucht es doch. Das ist eine Message an, an unsere Mitspieler auf dem Server. Versucht es doch endlich. Kommt doch. Wir warten auf euch. Das Gebäude wird langsam abgerissen. Und das ist das neue Gebäude. Also nochmal so ein Gruß an alle anderen Tribes auf unserem Server. Da dürft ihr euch rein versuchen. Viel Spaß. So, und das war jetzt die ganze Witz bei der Sache. Und wir machen... Ist jetzt gerade jemand mit dem Fallschirm gesprungen? Nein. Also ich müsste ganz ehrlich mal ein bisschen aufräumen. Die ganzen Tiere hier wegräumen. Das ist echt viel zu viel. Und warum flattern eigentlich die ganzen Argentavis hier oben im Gehege? Weil jemand gepfiffen hat. Aber da muss jemand schon ziemlich nah gewesen sein da. Ne? Der Range ist relativ groß. Ganz gut. Ich lande sie gerade. Es hat sich ein bisschen was getan. Das ist das neue PvP-Gebäude. Dann mein Haus ist genauso hässlich wie vorher. Und das hier. Wir haben... Gut, dass du es so aufmachst. Wir haben unsere Seele verkauft, um das hier zu bekommen. Ein Stone. Hey, hey. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber ich kann das, wenn wir das Tor schon einmal hier haben, zeige ich das mal ganz kurz. Guck mal, was wir hier haben. Oh Mann, oh Mann. Er wird nur gebrüllt. Halt die Schnauze da draußen. Halt die Schnauze! Guckt sie euch an, sind sie nicht süß? Süße Golfschläger, Golfbälle, oder? Ja, wo sind die Golfschläger? Die Hasenohren, die können ja nur von der Ministra sein. Okay, und hier, das hat sich auch geändert. Das Gebäude ist ein bisschen weiter nach vorne gerutscht. Und mein Spino, wo steht der eigentlich? Immer noch da, wo er vorher war. Okay, kommt mal rüber, dann machen wir hier mal zusammen ein schönes Foto. Foto! Und dann geht's los. Wir machen mich heute mal so eine kleine Runde mit den mit so großen Dinos. Aber das ist auch schnell, ne? Hm. Und wir müssen, ich muss auch gleich mal was aufklären an ein paar Zuschauer, die das so nicht ganz verstanden haben, dass der Spino zwar auch ein Unterwasser-Dino sein kann, aber Sauerstoff braucht. Das heißt, so gesehen, das, weil ich hatte ja die letzte Zähmung mit dem, den ich hier gerade übrigens habe, der mich auch einen Namen gegeben, der heißt jetzt, weiß der Geier was. Wie heißt denn der? Spinos. Nee. Dino-Spinos. Sinus-Spinos. Wie eine Sinuskurve von diesem. Den habe ich ja unter Wasser gezähmt. Und dann habe ich ja gesagt in dem Video, dass der Glück gehabt hat, dass er nicht unter Wasser stirbt, weil er ja mehr oder weniger mit seinem Körper oder über Wasser rausragen könnte. Und dann haben ja viele gesagt. Hast du was gesagt? Dass das ja ein Unterwasser-Dino ist und der nicht unter Wasser stirbt. Das zeige ich jetzt gleich mal, dass das wohl so ist. Aber ich wollte ein Foto machen. Sekunde. Ich muss noch ein Foto machen, aber erstmal hier die ganze Scheiße wegdrücken. So. Das ist ja geil, mal zusammenrufen. Aber scheiße, dass gerade so ein bisschen dunkel ist. Da kann man echt kein Foto machen. Aber warte mal, hier vorne ist Sonne. Mal einmal nochmal nach links laufen. Hier kann man besser Fotos machen. In der Sonne ist mal schöner. So. Dann wird. Ach, guck mal, jetzt ist alles schon hell. Das glaube ich gegen die Sonne, glaube ich, machen soll. Ne? Jetzt hat man nämlich noch Schatten auch im Gesicht, glaube ich. Also egal, wir machen das so, das Foto. Rückwärts einparken. Guck, jetzt die Frauen müssen rückwärts einparken. Halt die Schnauze! War da ein Spino? Habe ich da mal irgendwas piepsen gehört? Ja, ich war. Geil. Ihr habt doch nur eine große Klappe. Mein Rex
Bugs anders an als der von Svenny. Ja, der hat zweimal, der hat zwei verschiedene Arten von, genau, von Gebrüll. Ah. Wie der Spino. Der kann auch miau. Miau. Los, dann gehen wir mal. Ich muss mal ganz kurz Richtung irgendwo Wasser. Ich muss mal ganz kurz direkt hier runterjumpen. Ja? Schafft ihr das? Ja. Oh, das schafft. Einfach abspringen vorher. Okay. Ja, warte mal. Müssen wir vorher aufpassen. Der läuft ein Spiel in der Luft. Ja, müssen wir vorher aufpassen. Huch. Oh. Ups. Ich hab Lag. Oh mein Gott. Komm mit. Hier ist ziemlich starke Schräge und da ist ein bisschen blöd, dann knallt man schon vorher auf. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Leuchten ist zwar nett, der Kreis oben drüber geht mir mal voll auf den Nerv. Das möchte ich gerne irgendwie ausschalten. Runde. Mach mal weg. Danke, dass du das noch verlängert hast. Ja. Also der Kreis, das geht mir wirklich total auf den Nerv. Ja, das, wenn ich im Waffe immer aktiv halte, geht der Kreis ja. Habt der Kreis ja nicht. So, also. Ihr seht, der Spino kann noch stehen, solange seine Flosse, also solange der Füße noch auf dem Boden haben kann und es laggt und ich bleib gerade alles stehen, ist, glaube ich, ein Absturz. Ja. So, und wenn ich, hier seht ihr, ich stehe immer noch mit den Füßen auf dem Boden und hier ist der nämlich, an dem Punkt ist der nämlich gezähmt worden, genau hier. Hm? Wieso bleibt der nicht mehr stehen? Was macht der denn? Jetzt zeige ich euch mal, jetzt gehe ich nämlich unter Wasser. So. Oh, leck. Ich glaube, hier kann der gar nicht unter Wasser, ne? Ne, guck mal, der kann gar nicht hier unter Wasser. Einfach nur schön. Er ist komplett unter Wasser bei mir. Ja, du nicht. Okay, ein Zipfel ist. Jetzt ist er nämlich unter Wasser, hat auch keinen Boden mehr, keinen Kontakt mehr auf dem Boden. Jetzt seht ihr nämlich rechts das O2-Zeichen. Und jetzt geht gleich das Lüftchen weg und dann verliert er auch Leben und dann ist er tot. Und deswegen ist Spino in Ark kein Unterwasser-Dino. Der kann unter Wasser schwimmen. Aber nicht für eine längere Zeit, sondern der muss immer Luft holen. So, und dann? Unter anderem gehe ich auch drauf gerade, aber das ist nur Nebensache. Okay, jetzt können wir eigentlich... Wichtiger. Jetzt haben wir das auch mal geklärt. Kannst du mal wiederholen? Ich habe irgendwie nicht zugehört. Das Spino ist ein Unterwassertier. Und hat noch nicht Sauerstoff. Nee, bitte nicht mehr schreien, ich will das Leuchten hier nicht mehr haben. Kann man das nicht irgendwie anders ausstellen? Gibt es keine anderen Tasten dafür? Eine Sekunde, wenn ich komplett durchbuffe, dann hast du das Leuchten komplett. Jetzt habe ich gerade nichts mehr, jetzt ist gut so. Nein. Aber die Sekunden-Lags in Ark, die gehen mir echt auf den Nerv. Das müssen sie echt wegmachen. Um 8 nachts soll das auch gleich so dann. Oh, Stuntbild. Stuntbild? Jetzt ist wieder da. Ein Stuntbild. Danke. Vene. Vene. Die Russen kommen. Vene. Eggerhard. Fresst doch meine Kugeln. Ja. Eis weckt mich. Eine Spende für den Meister. Arsch. Da kommt er wieder. Bronto? Auf dem Bronto, volle Pulle. Wow, Slide Spino. Boah, das Leuchten, das nervt aber echt. Ich finde das aber total schrecklich, ey. Ignorier das doch. Dann musst du drüber stehen. Wir machen einfach Ego-Perspektive. Oh, ich bin durch. Kommt sie nicht weg. Oh. Mampf. Wir hatten ja eigentlich ein kleines PvP-Projekt vorgehabt, aber wir sagen nicht was. Das ist aber dann jetzt auch wieder zunichte. Weil, ne, wenn dann einige Leute nicht da sind, kann man ja auch nicht angreifen, deswegen ist das dann auch. Sollen wir mal durch den Redwood Forest laufen? Da sind, glaube ich, doch die Tylakolee und ich will mal gucken, ob die mich hier vom... Wenn da mal einer ist, ja. Das ist ein Rex. Rex voraus! Auf zu schreien da hinten! Schnauze! Meinst du, greift an? Ja, klar. Kollege! Oh, das ist aber auch schon vom Level ein bisschen größer, ne? Weiß nicht. Nö. 80. Pronto! Auf 11 Uhr!
doch gerade das Level gegeben. Noch 12, das sind ganz viele Brunnen. Brontösen! Ich wollte Brontösen nicht sagen. Fritösen eher. Übrigens, dieser Kreis, der hier über meinem Spino ist, das ist der neue Spino Mercedosaurus. Das ist der neue Einpark, die neue Einparkhilfe. Meine Güte, das sieht echt doof aus. Boah, cool, das ist denn hier ab? Gib dein Fleisch, Baby! Aber wie klein der die Dinos hier, der Spino und der T-Rex aussieht gegen so einen Bronto, ne? Komm her, ich will deinen Schwanz. Ich meine, dein Schweif. Nee, das ist immer noch ein Schwanz. Ja, das, was soll ich da dazu sagen? Er hat doch einen Schwanz. Ziemlich lang sogar. Wer schießt denn hier mit seinem... Der Super Saiyan Ninja hier. Wie heißt er? Power Ranger Ninja Forces. Oder wie auch immer das auch immer ist. Keine Ahnung. Ich habe nur Teletubbies damals geguckt. Ach du Scheiße. Was auch? Jetzt erkennt ihr sich danach die Bauchschlitz machen. Eigentlich war ich einer der Teletubbies. Ich bin der Rosane mit der Tasche übrigens. Den habe ich damals gespielt. Tinky Winky. Achso. Siehst du? Okay. Minster, du kennst dich da ein bisschen besser mit aus. Du kannst aber. Leider. Tinky Winky, Lala, Dipsy und Po. Aha. Hey, warte mal, ihr könnt mir eigentlich hier ein super cooles Foto machen. Kommt doch mal hier den Berg hoch. Ihr wart gerade hier oben. Ich bin doch gerade runtergegangen. Piep, piep, piep. Der Bunny T-Rex. Yo, Bunny Rex. Hätte ich noch eine Hexenhut in der Tasche, würde ich meinem Hexenhut sehen. Nein, nicht das Leuchten, nicht leuchten. Ich will es nicht, lass nicht leuchten. Calculated. Du musst das. Nein, Mann, ich will noch ein Foto machen. Hör auf zu brüllen mit dem Scheiß wie. Weil dieser Kreis geht mir so auf die Eier. Warte. Noch einmal, Junge. Ich bin schnell zurück wie so ein Weltmeister. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Boah, das sieht ja aus, wenn du scheißt. Mit deinem. Das sieht ja aus, als ob du schreien würdest gleich. Was denn jetzt? Scheißt du oder schreien? Oder schreien mein Scheißschrei. So. Was hast du gesagt? Wo können wir eigentlich mal hin, wo richtig viel los ist und wo auch mal was Böseres ist? Gar so. Fust, Fust. Was nicht fliegen kann, Feuer spucken kann und mich in 3 Sekunden verblitzen kann. Entweder ein paar Prontos. Oh nein. Hast du Ausdauer verloren? Das ist echt voll schnell, ey. Ich hab die Bunny-Ohren hinter mir gesehen. Hm. Vorbei, Baum! Da steckt bestimmt gerade die Eier. Ich mach. Die Giga-Eier. Oh, die Rex-Eier, die Dex gelegt hat. Ey, wie lange ist das eigentlich schon her? Dass wir mal so eine coole Tour wieder gemacht haben? Also wir überhaupt noch nicht. Ich wollte gerade sagen, aber wir noch gar nicht. Oh, vorgestern mit Grey Fox. Dum, dum, dum. Wir, hab ich gesagt. Ja. Was ihr so im Wald, was du so mit dem Grey Fox im Wald treibst. Mit 6 T-Rexen im Wald, ja. Guck mal, der mit 6 T-Rexen, er braucht's richtig hart, ne? extra für dich stimuliert. Hat jemand von euch einen Hexenhut in der Tasche? Wenn ich gleich sterben gehe, ja. Wenn ich sterben gehe, hab ich auch einen in der Tasche. Nee, hab ich nicht. Ich hab einen kaputten. Also, wir können das ändern mit Dex. Ich hab eine kaputte Rüstung. Die hab ich. Ich will irgendwo. Was kann man denn sonst noch? Ey, wir gehen mal Richtung dem Eisenberg. Da müssen doch ein paar Jujus rumlaufen. Hör auf zu schreien, Mann! Weil du es nicht kannst, oder was? Das hört sich irgendwie so abgehakt an, ne? Ja. Ja, also, Ja, guck mal. Ja, sprich dich aus. Genau. Hier. So, nochmal. Ja. Klein und kläglich. Hm. Sprich dich aus, Dex. Wir hören dir auch nicht zu. Miau. Miau. Hör auf, ich will das Leuchten nicht. Dass man das ja mit der Backspace-Taste nicht wegdrücken kann, das ist so doof.
Nur müsst ihr euch noch eine andere Taste dafür geben. Boah, das hast du extra gemacht. Komm. Okay, komm noch her, komm her, Dex. Komm her, komm, 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 komm. Guck mal, die haben ein Paki. Ein Paki. Aha, deswegen bist du stehen geblieben. Bin ja ihren Rex umbenannt. Mhm. Er heißt jetzt? Sie heißt jetzt? Bunny. Er, ja. Er heißt jetzt Bunny. Er ist schwul, ja. Er ist ein schwuler Rex. Du schwuler Rex? Ja, der Rex ist schwul, wenn er männlich ist. Weißt du, warum wir auch hoch? Als große Dinos? Ja, ich bin oben. Du bist nicht groß, du bist nur so ein halber Würstchen, du. Ich komm nicht hoch. Ich steck dir mit dem Kopf im Fels. Immer diese Spinos, was, Venni? Hm. Nichts. Oh, nee. Immer die ich hab mich echt gefreut, mal kein schlechtes Wetter zu haben. Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Einmal mit Rosen. Jetzt kommt hier auch noch auf mich drauf. Geh weg. Ich komme denken. Was sollen wir jetzt oben? Wollen wir wieder runter vergehen? Da gibt's auch ein paar Mammuts und ein paar Jujus und die ganzen neuen schönen Saber-Tools. Wenn wir jetzt schon einmal hier oben sind, oder seid ihr wieder runter? Ja, ich bin noch hinter dir. Schafft ihr das denn auch? Ich hab hier, ich laufe hier auf vier Beinen. Krallen, Füßen. Scheiß Wetter, ja. Und da hinten ist ein rosa, ein oranger Strahl. Ja. Oh, 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 ups, das wollte ich gar nicht so weit. Hallo, Joko. Joko? Joko! Ja, mein Wolf. Das kann ich noch drauf fressen. Ja, hat er. Als wenn ich nicht auf meine Wölfe aufpasse. Hallo. Wolf hat er noch genug fressen. Ich hätte. Wenn nicht. Also, der Spino hat einfach irgendwie für mich den besten Style. Der sieht einfach so aus. Den schlechtesten Schrei. Und den schlechtesten Schrei, ja. Such mal in der anderen Ecke. Ja, da zuerst. Dann da, wo wir zwei näher gehen. Aber ich muss auch schon irgendwie treffen. Beim Fressen. Ah, doch, ist bei ihm. Und Dex ist mal wieder abtrünnig. Ich bin nicht abtrünnig, ich bin auf die Berg. Der ja, Berg ruft! Die Horde. Kennt ihr das Lied noch? Der Berg ruft! Da da di da 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 di da. Nicht? Kein keiner. Ich bin ja schon mal hier am Mampfen. Ach, Dex ist hier hinten. Ja, da war gerade ein Reich. Ich bin. Hier! Einfach den Scheißweg folgen. Den Scheißeweg? Ich habe den Leichenweg, nicht den Scheißeweg. Den Scheißeweg kommt von dir. Du bist ja gerade an mir vorbeigelaufen, hast direkt mal ein Ei gelegt. Nein, ich bin drei Stück vor mir. Wo kommt der denn her? Der hat einen Aventavis im Bauch gehabt. Ich habe ihn gerade befreit. Wie hat das da so aus? Der kam plötzlich, als ich den gekillt habe, auf seinem Bauch raus. Ich dachte, Mama muss den Kavier. Das Schwein. Ja, also mehrere Schweinchen. Boah, Schweinchen zu kämpfen, das ist mal cool. Level gucken, sonst ich köpfel. Ja, also ich sag's ja jetzt sofort. 40, 80. Junge, die kannst du auch, guck mal, die kannst du gar nicht killen, guck mal. Ja, der heilt sich. Ich helf dir mal ein bisschen. Der ist er tot. Nächste, komm mal da helfen. Ja, auf zu schreien. Auch so schreien können. Gib mir den Strahl. Mein Spino hört sich an, ob das. Welchen Text nur drin? Das Spino im Stimmbruch. Darf. Hört sich so ein bisschen an wie Metalbäcker. Guck mal hier so. Ah, jetzt! Hört doch mal genau hin! Pass auf! Jetzt zieh doch mal ab hier, du blödes Spino! So. Lass mich mal vorbei, ey. Na, was ist denn hier los? Wie haben wir auch nicht gezähmt, oder? Ja, hier auf dem Server nicht. Das ist die stellt einfach ihren T-Rex hier ab und ich komme hier nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Die T-Rex sind da fett geworden. Bleib mal stehen, Song. So, ich schrei jetzt und jetzt überlegt mal, was könnte das für ein Tier gewesen sein, woher sie das genommen haben? So. Hier gar nichts. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch nichts gehört.
Na, komm mal näher. Mach nochmal. Noch ein bisschen näher. Noch ein bisschen. Der alte T-Rex. Nö, hört sich an. Irgendwie ist über also ja. ihr wisst doch bestimmt, wie sich eine überfahrene Kuh anhört, oder? Nein. Das hört sich doch genauso an. Irgendwie hat sich das war der erste T-Rex-Sound. Ja, der erste T-Rex-Sound. Nein, ich bin kein T-Rex. Sag sowas nicht. Doch, das nein, ich bin kein T-Rex. Ich bin weg, ich gehe jetzt. Das ist so ein Mischmasch zwischen T-Rex und Wolf, ne? Der wackelt ja mit dem Schwänzchen immer, wenn der gelevelt wird. Wow, was geht denn unten ab? Party. Party. Du hast mir die Vorfahrt genommen. Das wollen wir erstmal raus. Weg, ich will schon fressen. Boah, das. Hast du gerade den neuen Sound von den Wölfen gehört, wenn die sterben? Das Geule jetzt hier so. Hier ist noch ein Schweinchen. Er guckt aber nicht nach dem Level. Ja, guck ich doch gleich. Wenn er tot ist, dann sehe ich das bestimmt. 80. Boah, der ist so cool, der Juju. Wenn der läuft so schnell. Da ist ein Polovi am Boden. Oh. Mann, rein nach oben! Pass auf. Du hängst doch im Weg. Pass auf, nee. Mal gucken. Oh. Ja. Ich komm nicht raus. Kommt wegen dir nicht weiter. Das sind feige Viecher, die kommen nur raus, wenn du abgestiegen bist. Da ist er. Level 8. Vor allen Dingen. Gehen wir hier runter, zum Tümpel hier unten? Ich bin gerade ein bisschen besoffen, warte mal so kurz. Jetzt kann ich wieder. Wenn da nicht jemand in mir stehen würde. Hat jemand Fleisch bei? Ja. Also gebratenes? Ja. Ja. Nee, ich tue es hinter den T-Rex. Ich habe 1200 mit. Was machst du mit 1200? Willst du gar nicht einen Grillparty schmeißen? Lass mich vorbei. Genau wegen sowas habe ich 1200 mit. Weil man hier feststeckt und verhungert, oder was? Genau. Jetzt erst richtig. Jetzt geht doch so ein Stückchen vor. Steck zurück. Was macht ihr? Das ist Absicht. Ja. Okay. Sohn ist ganz schön verzogen. Und. Aber wir nähern uns Axel Space, das wisst ihr schon, ne? Ach, diesmal weit weg. Oh, das ist für mich ziemlich weit. Das ist für mich ziemlich weit. Das ist fucking weit für mich. Boah. Der Spino ist halb tot, Dex. Was soll ich machen, Mann? Ja. Aber warum? Guten Hunger. Aber warum? Der ist doch alleine gefallen. Nö. War es bei mir noch drauf? Ich bin alleine gefallen. Bei mir war es einmal so erstmal drauf gewesen, dann ist er nochmal abgerutscht. Nee, ich bin von da ganz oben runtergefallen, ganz alleine. Das ist ja blöd. Was ist das denn für ein Bug? Wie gesagt, bei mir sah das anders aus. Freaky. Muss man in der Aufnahme sehen. Schade, echt. Das hätte ich jetzt immer gerne von deiner Aufnahme oder von deinem Bild her gesehen. Voll bescheuert. Also bei mir sahst du einfach nur drauf. Nee, bei mir auch. Von weitem doch gesehen. Das ist einfach ein Bug. Bei mir saß ich gar nicht mehr drauf. Aber muss ja. Muss ja wohl so gewesen sein, weil sonst hätte er ja keinen Schaden bekommen. Hab's. Alter, wo kommst du auf mir her? Guck mal. Mittlerweile schon hier? Die stand die ganze Zeit neben dir. Bei mir war es nicht da. Ich wundere mich gerade, warum ist der Kühl gestorben? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Server gleich irgendwie was macht. Was machen Sachen? Was machen gleich Sachen, der Sachen? Sachen machen Sachen. Hallo, Bunny. Ich gucke, ob ich mit dem Juju in die Höhle kann. Ich glaube schon. Juju bestimmt. Will den Peter rein oder essen? Dann soll mal gucken, ob du reinkommst, Dex. Hier ist doch ein perfekter See für dich. Im Tümpel. Hier in der Höhle mit dem Spino müsste doch genau richtig sein. Ich mache erstmal gerade einen Arg-Gärtner. So. Guck mal, geht erstmal schwimmen. Für Fischfleisch. Noch kann ich reinlaufen. Ich passe sogar ganz rein. Gute Sache. Nein, ich passe hier nicht rein. So, ich passe wohl hier rein. Guck mal, ich passe hier wirklich rein. Bist du noch in der Höhle? Ja, bin ich. Ich muss mal ein Licht anmachen, sonst sieht man nichts in der Aufnahme. Warte, ich mache Licht an. Hübscher Manta, ein grün-roter Manta.
wohl mit Fackel wär's cooler. Ich weiß, wenn so welche Sachen wie diese grünen Pilze nicht farmen kann. Ich weiß noch, wie ich im WoW in manchen Höhlen mich immer ausgelockt habe. Dann bin ich, glaube ich, 3 Stunden später wiedergekommen, dann war da wieder so ein Geisterpilz. Geisterpilz, ja. Und das habe ich dann den ganzen Tag gemacht. Hey, du nimmst mir mein Fischfutter weg. Unser erstes Dungeon, ne? Jo. Ihr sollte. Seid ihr auch hier drin? Nee. Hier sollte ja eigentlich ein Spiel nochmal spawnen, so als kleiner Schmankerli-Boss, ne? Aber das ist, glaube ich, dann irgendwie. Und immer noch nicht. Ja. Nö, nee, ist wohl verbuggt. Er hat ja das Spielungsspawn ja erhöht und hat nicht geholfen. Wie gesagt, wenn ihr solange ja. Kommst du rein? Nee. Solange die anderen Tiere dort drin spawnen und schneller spawnen als der Spino, wird ja der. Das Gewicht, ja, hat er ja gesagt. Es geht ja ums Gewicht, nicht um die Größe. Ja. Schade, dass jetzt gerade der Spino hier. Hier war gerade Hesperornis drin. Ja, du hast ja gerade gekillt. Ja, ja. Ich hab's gemerkt. Das regt mich so ein bisschen auf, dass ich jetzt gerade den halben Spino tot habe. Dann guten Hunger, würde ich mal sagen. Also nicht du, der Spino. Das Coole ist zum Beispiel, du kannst ja jetzt mit einem Pelagonis angeln und hier sind ja relativ viele Tiere, musst einfach nur reinlaufen, ins Wasser laufen und dann Angel ausschmeißen, rein theoretisch. Apropos Pelagonis, hier draußen ist ein schwarz-roter. So. Cool, dass man hier mit dem Spino auch reingehen kann. Also dann ist die Höhle ja eigentlich total easy, ne? Wenn man hier reinkommt, erstmal mit dem Spino alles wegfressen und dann das Artefakt holen, ne? Na, haben wir jetzt jedes Artefakt hier aus der Höhle über 42 Mal. Psst. Ja, das ist 43 brauchen wir es. Entschuldigung, ich meinte 45. Wir brauchen 46. Jetzt musst du auch noch genau an mir vorbeilaufen. Habt auch so einen dicken Hintern hier. Diesen Mammuts, das sieht gut aus. Ja, passt zu deiner Farbe. Was ist denn für ein Level? 144. Dass er beim Essen, also wie es beim Schnetzeln, dass er nicht direkt das Fleisch mit isst. Währenddessen man läuft einfach, dass er das ab und zu ein bisschen isst. Macht er, wenn du schon wieder verlierst, leider nur. Hauptsache ist Tag, hell und ich habe eine Fackel an. Wo ist das Kümchen? Essen. No. Er cheatet, der Flügel geht durchs Wasser. Der hat gerade mal richtig geschissen. Und dann hat er sich das so angehört. Ja, das ist so. Vor allen Dingen läuft er den Tümpel-Scheiß direkt mal hier rein. Wo sind die? Geradeaus Richtung Wasser? Keine Ahnung. Svenja ist hinter dir gewesen. Na, die ist noch hier bei mir. Ja. Hey, was denn? Ich stehe hier oben. Ich bin draußen. Der läuft total edel, ne? Der Juju. Wenn du den so laufen siehst, der sieht irgendwie auch aus, wenn der so läuft, ein bisschen, ob der auf Zehenspitzen rennt. Ist so eine prima Ballerina, also. Passt ja zum Stone. Ja. Ist ja auch mein Juju. Ist mein Juju. Mein Juju. Juju. Und dann willst du wirklich daher gehen in Richtung der Event Base? Lieber nicht. Ja, wo sind die anderen beiden hin? Ich bin hier im Wasser und mache ein paar Fotos. Unten beim See hier. Ach. Für der Zuflucht. Wo sind das? Wir? Ja, Nick. Komm grad zum See. Ich sehe Bunny. Ich auch. Kollision voraus. Boot. Mir gefällt hier dieses Korallenriff hier richtig gut. Nix anschreien. Nein. Schnell weg. Doch. Komm nicht weg. Kann ich hier auch auf diese Spitze drauf? Ja, komm, schaust du. Nein. Mist. Wendekreuz.
Wo bist du? Wir könnten auch mal durch den Sumpf gehen, rein theoretisch. Ja, das wäre cool. Wo ist denn der? In welcher Richtung? Seite des Berges. Seite, ne? Einfach durch die Höhle laufen. Verschwinde! Alte! So, okay, ich geh. Besser so, du Kleiner. Also, ich will mal ganz kurz nochmal was schnetzeln hier. Komm. Der Jule läuft echt wirklich geil. Der taucht so schnell, muss man sagen. Guck mal, wie der im Hintergrund läuft. So, meine Pediküre darf ich bloß nicht kaputt machen. Gut. Der läuft aber so ein bisschen wie so ein Alu, finde ich. Ja. Ja, so ein Raptor-Verschnitt. Genau. Kurz gesagt, alte Deity. Alte Tag. Sollen wir hier rechts nicht hochgehen? Geht das nicht? Da kommen wir, glaube ich, an dem Eventgebäude vorbei, oder? Genau, deswegen dachte ich einfach quer durch hier. Guck mal, einmal. Da mit den T-Rexen auch wird. Durch die Höhle. Willst du selbst spielen? Ja, aber die T-Rex passt, glaube ich, nicht da durch. Du bist genauso groß. Du bist sogar größer als der T-Rex mit deinen Segeln. Ja, du weißt ja, ne? Ark ist nicht immer so ganz schlau mit der, mit den Größenverhältnissen. Die Hitboxen haben sie angepasst. Da können wir mal gucken. Okay. Das Problem ist ja, auf der anderen Seite gibt es ja den Weg, so diese kleine Brücken-Dingsbums-Weg. Komm, passt. Und Svenny, kommst du durch? Bisher. Und ich bin ausgeflogen. Haha. Fatal Ever. Jetzt ehrlich? Ja. Dann kommt hier hinter uns. Pass auf, der greift dich an. Nein. Wie zertret dich. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Da haben wir schon wieder. Frauen und Fahrzeuge. Wir stehen hier in der Stange zum Parkhaus und dann fährt die einfach rückwärts. Jetzt hat sie mir wirklich einen Dötsch hier in meinen schönen Spiegelschnabel gefahren. Und scheiß mir jetzt genau vor meine Nase, ey. Das war jetzt voll die Absicht. Wo ist denn der hin? Weiß ich nicht. Ich bin weggeschnifft. Achso, Ministerin, bist du durch? Ich bin gerade die Treppe hier so hoch. Oh. Platz, Alter. Nein, jetzt kommt dieser dicke Kopf vom T-Rex und blockiert mich. Los, endlich! Du warst böse, Dex. Du musst nachher eine mit dem Knüppel. Ach, deswegen war es belustigt im Bunker. Pass auf, ich mach mal hier eine Abmoderation, Cooperation für diese Folge. Wir sind aber dann in der nächsten Folge natürlich wieder weiter unterwegs. Und ihr kriegst es sowieso nicht auf die Reihe. Komm, ich hasse es doch nicht. Komm, lass es lieber sein. Mist. Während ich mich ändere, bin ich mal ganz kurz auf. Okay. Okay, Leute, das war's. Bis zur nächsten Folge und düdeldü. Mann. Ich will nicht mehr.